Hallo und willkommen zu einem kleinen Tutorial in Grounded. Entschuldigung. wir sind mitten im Spiel. Wir haben ein paar Stündchen schon gespielt, haben ein bisschen Sachen rausgefunden. Und diese möchte ich natürlich mit euch teilen. Und zwar, wie kommt man an Wasser, wie kommt man an Essen? Man lernt das ja schon am Anfang im Tutorial. Und das hier ist nochmal so ein kleiner erweiterter Guide. Also, man kann... Die Rezepte werdet ihr nach und nach freischalten. Und ich wollte euch nochmal zeigen, hier, seht ihr? Da sammelt sich dann immer Wasser. Und wie ihr meinem Inventar entnehmen könnt, gibt es hier aus Maden... Oh, Moment, ich stelle das mal um, weil das ist farblich, glaube ich, nicht so schön für euch. Ich mach's mal auf Classic. So. Da gibt es nämlich diese Kantin. Das sind ja, Trinkbehälter. So, da kommen zwei Ladungen rein. Das kann man später auch erweitern. Und das werdet ihr alles nach und nach rausfinden. Ich möchte euch nicht die Hauptstory spoilern. Ich möchte euch halt wirklich nur ein paar Überlebenstipps geben. Wie ihr seht, haben wir teilweise schon die Dreier-Axt und alles drum und dran. Die Zweier-Axt, so. Und von den Rezepten her sind wir eigentlich schon sehr gut dabei, wenn wir nicht sogar schon alles haben. Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir, das ist noch Sachen, ja, seht ihr, gibt es noch hier ein paar Sachen, die wir noch nicht rausgefunden haben. Darum soll es aber nicht gehen. Es soll um allgemeine Tipps gehen. So, mit diesem Madenbeutel könnt ihr hier Wasser reinfüllen für später. Wobei ihr ehrlich gesagt mit diesem Netz das nicht braucht, weil das so viel produziert, dass ihr da wirklich abgesichert seid. Das war unsere erste Base, die ist mittlerweile verlassen. Und ja. So, dann wollte ich euch noch einige Sachen zeigen. Und zwar, achtet immer auf die Uhr unten links. Die zeigt euch nämlich an, wenn ihr an besondere Orte kommt. Es ist nämlich möglich, hier, wie ihr schon gesehen habt, das Interface zu verändern. Das funktioniert, indem ihr einige Sachen findet. Und damit könnt ihr dann das Interface verändern, was ich richtig geil finde. So, ich halte schon gerade Ausschau. Und zwar die Maden. Also das war wirklich eine so der letzten Sachen, die wir rausgefunden haben. Ich habe ewig diese Maden gesucht. Ich habe hier wirklich in diesem Spiel alles getötet. Und ich habe tatsächlich diese Maden nicht gefunden. So, ich werde es euch zeigen, wenn wir eine Made finden. Beziehungsweise werde ich es euch schon mal erzählen. Ihr werdet mitbekommen, dass hier manchmal so Grab... Animationen sind. Als wäre irgendwas, was unter der Erde lang gräbt. Ah, da seht ihr, da ist schon unsere kleine Uhr losgegangen. Das heißt, wir sind in der Nähe von einem besonderen Plätzchen, kann man sagen. Und ich habe hier schon mal was gebaut, womit wir hier hochkommen. Okay, ich habe es ein bisschen schief gebaut. Nein! Oh, okay. Ja, Fallschaden gibt es ja auch. Nein? Oh Gott. Wobei Hobbs eigentlich eine ist, die, glaube ich, weniger Fallschaden bekommt. Ich habe es noch nicht so ganz rausbekommen. Autsch. Gut. Jedenfalls, ich vermute es auf dem Trinkpäckchen. Oder ist es in einer unsichtbaren Höhle hier unten drunter? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es oben auf der Höhle ist. So, aus dem Trinkpäckchen kommt hier Sirup raus. Oder Saft. Und diesen Saft, der gibt Essen und Trinken. Natürlich mehr Trinken als Essen. Ja, aber macht euch auch satt. Ansonsten kann ich euch die Pilze empfehlen, die hier überall wachsen. Und die ihr auch später in einem Garten anpflanzen könnt. Die sind für euch erstmal lecker, lecker. Dazu kommt noch, ihr seht da schon, dieses leckere Zeichen da. Das sind Marker, die man in der Welt setzen kann, damit man an bestimmte Orte wieder zurückfindet. Ihr seht ja auch dieses Essen. Oh, Entschuldigung. Ihr seht ja auch dieses Essenszeichen.
Die Ameisen sind übrigens friedlich, solange sie nicht angreift. Oder gerade, ja, gut. Bestes Beispiel. Hey, ich wollte hier gerade was erklären, ja? Das sind nämlich, wie ihr seht, das sind nicht normale Ameisen, sondern das ist diese Soldier. So. So. Moment. Ich glaube, hier gräbt sich auch immer einer lang. Oh, bist du auch eine Soldier? Okay. Eieiei, wieso sind denn plötzlich hier so viele? Also ich weiß, dass es hier in der Nähe noch ein Ameisennest gibt. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass das so beschützt wurde. Noch eins. Da gibt es übrigens auch Ameisennester drin. Ich werde es euch mal zeigen. Moment, ich gucke mal auf die Map. Aber ich wollte euch nicht zu sehr spoilern. Hier war die. Hier war diese Ameisenhöhle. Ach, dein Ernst? Jetzt übertreibt ihr aber, Leute. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwo eine Höhle. Also, wir haben noch nicht alle Höhlen entdeckt. Ich sammle die Sachen jetzt auch nicht auf, weil wir ehrlich gesagt von den Ameisen-Sachen so viele haben mittlerweile. Da kann ich Menschen tot mitwerfen. So. Das machen wir natürlich nicht. Aber ich sehe keine Grabereien im Boden. Schade. Also, wie gesagt, die sind sehr, sehr selten. Diese Maden im Boden. Wo es die wirklich vermehrt gibt, ist da in Richtung diesem Baum. An diesem Baum entlang gibt es die zu Genüge. Von daher kann ich nur empfehlen. So, Essen haben wir. Achso, ja, Essen wollte ich euch ja. Jetzt bin ich komplett vom Thema abgekommen. Bestes Tutorial ever. Um Gras zu bekommen, müsst ihr das Gras hier. Offensichtlich. Und ihr könnt diesen Strunk auch kaputt machen. Und da kriegt ihr dann das Fiber auch noch raus. Falls ihr keine Lust habt, rumzulaufen und diese ganzen kleinen Blätterchen zu sammeln. So also wie bei mir. So, mit der Zweier-Axt könnt ihr auch diese Pflänzchen hier umhauen. Um dann das Holz zu bekommen. Also ich nenne es Holz. Ansonsten könnt ihr auch Pusteblumen. Ich glaube, wir haben alles schon gefällt, weil wir haben. Da ist noch eine Pusteblume. Wir bauen nämlich gerade ein Großprojekt. Von daher, oh, das sind sogar zwei nebeneinander. Was für ein Schatz. So. Die könnt ihr auch mit der normalen Axt fällen. Und die gibt das gleiche Holz. So. Gut. Wir wollten aber weiter zum Essen. Und ihr seht es schon. Es liegen hier überall Hotdogs rum. Oder Apfel, also Äpfel, angebissene Äpfel. Die liegen hier auch oft rum. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, hier ist kein natürlicher Spawnpunkt. Hier ist es wahrscheinlich einfach aufgetaucht, weil wir da hinten das immer farmen. Und die dann keine Lust mehr hatten. So. Ich glaube, hier waren hier nicht die Maden. Ja, doch, ich glaube, ich habe. Da, genau. Und zwar, folgendermaßen schnappt ihr euch so eine Made. Ihr schnappt euch eine Schaufel. Zack. Und, wo ist sie jetzt hin? Da. Hallo. Grabt ihr aus. Und dann, sobald sie ausgegraben ist, haut ihr drauf. Und zack, habt ihr es. Es ist, simpler könnte es nicht sein. Naja, okay. Ja, ich habe nichts gesagt. Sind das Spinnen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, vor den normalen Spinnen habe ich keine Angst mehr. Keine Angst, keinen Respekt mehr. Aber es gibt diese Wolfspinne und die ist halt echt böse. Na komm her. Ach komm. So. Okay. Ansonsten ist die KI tatsächlich intelligent. Wir haben schon versucht, auf dem Berg drauf zu stehen. Und die Spinnen zum Beispiel anzuschießen, dann laufen sie einfach nur weg. So, bei den trockenen Gräsern bekommt man trockene Gräser. Später gibt es da in. Moment, ich muss mich mal orientieren. Da in die Richtung gibt es noch ein Gasgebiet, wo dann Pestizide verstreut wurden. Und man eine Gasmaske braucht, genauso wie zum Töten der Kakerlaken. Also man braucht dafür direkt keine Gasmaske. Aber es ist halt anzuraten,
da man sonst das Gift von denen abbekommt. Ich weiß nicht, Gift, sondern Gestank oder ja. Gut. Harz findet man an vielen Stücken, an dem hier jetzt nicht. Überwiegend in der Nähe von dem Ahornbaum. Beziehungsweise Eichenbaum. So. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten habe ich euch, glaube ich, alles gezeigt. Ja. Das waren so die Grundlagen. Zwecks Essen und Trinken. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr dann halt wirklich nach diesen... Also wir farmen regelmäßig diese Hotdogs ab. Da an dem Spot, an dem wir sind, muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Ich zeige euch das mal auf der Map. Also, falls ihr Pfeile wollt, hier, da mit der Axt drauf klatschen, da kriegt ihr die Stacheln her für die Pfeile. Wäre ja auch nochmal zu erwähnen. Und mit einem großen Hammer oder auch hier mit der Dreierwaffe, was ja auch so ein Hammer ist, damit kann man... Zack. Nimmt auch... Nee, kann man nicht. Schade. Schön wäre es gewesen, wenn es so ein Allrounder gewesen wäre. Aber nee. Man kann ja nicht alles haben. Oh, schon wieder diese Maid. Die gehen mir so auf die Nerven, diese Maid. Ehrlich. Weil die sind halt einfach keine richtigen Gegner mehr. Wir brauchen aber das Zeug auch nicht. Und deswegen nervt es halt einfach nur noch. Weil die halt auch so sehr schnell einen Anfall. Also, wir müssen jetzt mal gleich auf die andere Seite. Oh, ich wollte euch, stimmt, ich wollte euch noch die Set-Bonis erzählen, erzählen. Über die Set-Bonis, die es gibt. So, hier. Da ist dieses wunderschöne Gerät. Und hier in der Nähe, beziehungsweise dahinter, liegen eigentlich immer Hamburger oder Apfel oder hier gibt es eigentlich immer irgendwas. Deswegen habe ich hier meinen Marker hingesetzt, damit ich das dann auch immer habe. Ich zeige euch das mal. Das ist hier. Und, ja. Wir werden auch gleich noch hier hingehen und uns mal anschauen, wo wir wohnen. Das ist aber nur so ein Bonus. Zuerst gehen wir mal die ganzen Set-Bonusse durch. Und zwar, wir haben uns dafür, oder ich habe mich dafür entschieden, hier Angriff, voll Angriff zu gehen, weil man ehrlich gesagt die Spider anders nicht töten kann. Und ja, wieso habe ich jetzt, wieso genau habe ich jetzt das nicht mitgenommen? Ach ja, übrigens, den Hotdog kann man nur zerstören mit der Zweier-Axt. Von daher, und die Ameisen kämpfen mit euch darum. Das ist auch noch so... Haha, alles meins. So, dann hat man ja die Mites. Das ist für Stamina, damit man halt viel Stamina hat. Warum auch immer ein wärmender Helm. Ja. Mit den Affid-Schuhen lauft ihr schneller. Dann, wie gesagt, die Gasmaske, was ihr einfach schützt seid vor Gas. Dann mit dem Blätteranzug verbraucht ihr, also esst ihr viel mehr, was auch für den Anfang sehr, sehr gut ist. Dann gibt es Ahornnüsse, die gibt es übrigens auch, also ist doch Ahornbaum, egal. Die gibt es halt am Baum, die liegen dann da auf dem Boden und der Inhalt ist essbar von den Nüssen. Da gibt es maximales Leben. Also das heißt, da seid ihr mehr so tanky drauf. Dann der Ameisenhelm, für den wir uns jetzt für den Bau hauptsächlich entschieden haben. Ich habe jetzt halt unsere Abenteuerausrüstung an und die erhöht die Tragkapazität. Also ihr könnt zum Beispiel 5 Bäume aufeinander tragen, außer ihr tragt die Ameisenausrüstung, dann könnt ihr 8 tragen, also wenn ihr die komplett anhabt. Und von Charakter zu Charakter ist es auch nochmal verschieden. Zum Beispiel die Willow, die kann dann 9 tragen. Also die kann mehr, sowieso 1 mehr tragen. So, dann gibt es natürlich die Madenrüstung. Die erhöht auch nochmal eure maximale Stamina. Das heißt, ihr habt mehr Stamina zur Verfügung. Dann gibt es die Marienkäferausrüstung. Die ist auch die stärkste von der Verteidigung. Und die erhöht eure Blocking-Stärke. Also das heißt, ihr könnt länger
blocken, bis ihr gestunt werdet. Also ihr könnt halt so als Tank fungieren. So, dann gibt es natürlich noch die Spinnenausrüstung, die ein bisschen schwerer zu bekommen ist. Wobei, ich sehe gerade, wir können die Spinnenrüstung schon bauen. Die gibt euch viel mehr, viel, 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 viel mehr Stamina. So, also ihr seht auch beim Bauen, ich glaube, es gibt auch noch mehr. Gibt es auch noch verschiedene. Also es gibt was zu entdecken auf jeden Fall. So. Und jetzt ist das Tutorial eigentlich beendet. Nein, nicht eigentlich, das Tutorial ist beendet. Aber für alle, die noch möchten, ihr dürft natürlich gerne mal unser Bauprojekt sehen, das wir jetzt angefangen haben. Ja. Moment, ich muss mich ein bisschen orientieren. Nicht, dass ich jetzt. Doch, ich laufe falsch. Ich wusste es, ich verwechsel das immer. Ja, heute auch immer. Also, beziehungsweise das. Der kleine Anfängerguide ist jetzt auch ohne Tutorial. Was ich euch noch sagen kann, guckt auch wirklich unten links immer auf das Gerät drauf, weil dort entdeckt ihr dann viele Geheimnisse. Und, oh, Timon wird jetzt bestimmt schon. Ach, ja, hier fliegen ab und zu mal Pfeile von mir rum. Wundert euch nicht. So. Jetzt haben wir so eine Erweiterung wirklich nicht gefunden, beziehungsweise konnten sie nicht holen. Es gibt noch eine hier im Wasser. Ich glaube, die werden wir die nochmal sehen. Ich weiß es nicht. Die müsste hier irgendwo sein. Wir haben uns tatsächlich im Wasser gebaut. Ach, seht ihr? Hier hinten. Falls ihr das die Pflaumen bzw. die Beeren das Bärenleder sucht. Hier hinten ist es. Das ist da auf den Baum da hinten. Da gibt es aber auch wiederum Spinnen. Ich wäre vorsichtig. Und wie ihr seht, später habt ihr auch immer Quests. Und ja, die Punkte, die ihr in der Quest bekommt, sind auch noch wichtig. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich möchte, wie gesagt, die Story nicht zu sehr spoilern. Und ja, das ist unser kleines bescheidenes Heim. Wir haben uns hier auch angesiedelt, weil da oben Wasserhahn, der uns Wasser spendet. Und ansonsten, ja, grüß dich. Also er hört uns nicht. Gibt tatsächlich einen Ingame-Chat. Dingsbums. So. Ja, es ist halt viel Arbeit. Viel, viel Arbeit. Das hier wirklich alles zu bauen. Wir haben hier provisorisch natürlich unsere ganzen Sachen. Ja. Wie gesagt, das sind die Pilzfarmen. Das sind die Wasserfarmen. So, dann, ja, das ist halt voll. Bei uns ist das Wasser geht nie aus. Also wir können gar nicht genug Leute hier einladen, die unser Wasser austrinken. So, Verbände gibt es natürlich. Die sind auch relativ einfach herzustellen. Wir haben schon die verbesserten Verbände. Die kosten dann ein bisschen weniger. Hier bei Snacks waren die. So, die kosten dann Sap und Plant Fiber. Ich glaube aber, die kosten 2,2. Aber dadurch, dass wir verbesserten haben, ging es ein bisschen einfacher. An den Kisten ist auch cool. Man kann halt hier mit Customize kann man einstellen, wofür die da sind. Und bei uns ist halt, ja, das ist für die ganzen tierischen, die ganzen Sachen, die man so sammeln kann und für Steine. So, das war's dann auch schon. Ja, Essen und Trinken und Ausrüstung. Ich will noch so einen Dummy hinstellen, weil wir eigentlich genug Ressourcen haben. Wir brauchen halt wirklich, wie ihr seht, sehr, sehr viel Holz. und der Timon hat hier schon angefangen zu bauen, damit wir das Holz schneller ranbekommen. Weil es ist halt wirklich nicht einfach, dieses Holz hierher zu bekommen. Wir haben auch schon gesagt, im Let's Play machen wir das auf jeden Fall anders. Da bauen wir ein bisschen anders. Ja, es wird auf jeden Fall ein Let's Play von Grounded kommen, aber momentan können wir sowieso nicht wirklich aufnehmen, weil Tivan ist sowieso krank. Unsere Kleine war krank und ich fange jetzt auch an, krank zu werden. Ich weiß nicht. Also, noch geht's. Aber mal gucken. So, ich hoffe, euch hat die kleine Führung gefallen. Ich hoffe, das Tutorial war lehrreich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.